sind zu Leningrad Front aufgeschlossen. Aber der Kampf war noch lange nicht vorüber. Es waren immer noch Zellen von Deutschen zu beseitigen. Sie kämpften wie Ratten, die in die Enge getrieben wurden. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Company of Heroes 2. Tag der Herrschaften. Das sind verbündete Panzer. Also nicht meine. Und ich habe wahrscheinlich nur diesen einen Trupp hier oder so, ne? Aber bei sind auch noch welche. Ja, war ja klar. Okay, meine Theorie. Ich habe zwar keinen Plan, was das für eine Mission ist. Aber in Theorie, die sind nicht alle kaputt, die Panzer. Das stimmt, wachsam bleiben, Kontakt! Gottverdammt! Diese Panzerleiche würde sich zweimal überlegen, bevor sie uns nochmal angreift. Perfekt. Und los geht's! Wenn so verlautest wie hier bist, Ortschef, ich fühle mich direkt viel sicherer. Und jetzt boom! Danke. Ist echt so, Mann. Oh, warte, wir könnten mal ganze Szene machen. Oh. Sag ich doch, da ist irgendwo noch ein Panzer. Klassiker. Natürlich genau bei meinen Einheiten. Perfekt, jawohl. Ja, schön rein. Ja, und ich auf die Steuern. Winden, Feuer! Der ist auch hier. Ihr wollt hier bestimmt nicht sterben. Los! Dieses Land gehört abrücken! Und der ist jetzt auch RIP. Pass auf, einmal bumm und kaputt. Na? Mein Tiger ist schon geil. Gut, Junge, Hauptgeschütz zerstört. Ja, mit so 2 Millimetern pro Stunde, ey. Gut. Franz, Kommandant, ziehen Sie Ihre Kräfte sofort zurück. Ja, soll ich oder nicht? War das jetzt ein Befehl oder? Nee, war kein Befehl. Okay, dann warten wir einfach. Ich hätte sonst T gedrückt. Mal gucken, wo die hinrennen. Kommandant, wir können keinen Tiger hinter unseren Linien dulden. Wir schicken weitere Kräfte, aber mehr können wir nicht entbehren. Zerstören Sie den Tiger. Ja, also mit denen hier auf jeden Fall nicht. Zu Diensten. Mehr können die nicht entsenden, aber ich kriege hier... Ah, nee, guck mal, die kosten sogar 100. Trupp Panzerabwehrrekruten. Aha. Das haben wir noch nicht gehabt. Brauchen Sie Unterstützung? Also gut, was haben wir? Minen und Sprengsätze. Wir könnten sie platzieren und den Tiger in eine Falle locken. Wir haben auch Panzerbüchsen. Aber die können gegen ihn nichts ausrichten. Im Dorf könnte es zurückgelassene Waffen geben. Schützen! Das Kommando hat uns wenig gegeben. Wir müssen im Dorf nach zurückgelassener Munition für unsere Sprengexperten suchen. Ja, eine Kiste hatten wir ja schon. Auch wenn er jetzt gleich hier vorbeikommt, der Tiger, einmal mal straight durchrennen. Der wird wahrscheinlich jetzt hier mal im Kreis fahren, wa? Wenn er schon da oben lang kam. Finde ich mal cool, die Idee. Ja, wir holen uns mal so einen, komm. Frische Rekruten sind eingetroffen. So, wenigstens wird uns die Bewegung warm. Scharfschützen, ne? Scharfschützen finde ich schon mal interessant. Ja, die Gardisten, die sind eigentlich stark. Wir haben den Punkt erobert. Soldaten bereit. Panzerabwehrgranate. Ja gut, das sind einfach ganz normale... Gut. Wahnsinn, das sind eigentlich ganz normale Strafbataillone. Aber okay, cool. Wir erwarten Befehle. Cool, 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 cool. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Unterwegs. Da ist schon mal eine Panzerbüchse. Wir vergeuden nichts. Mitnehmen. Und Munition. Schnürt die Stiefel. Da wird Blut fließen. Okay. Ich weiß nicht, wo er aber lang fährt. Eine Pack. Wo? Oh.
Da könnten wir ja Soldaten bereit. Den nehmen. Der ist ja eh schon fast. Wobei der die Panzerbüchse, ne? Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Mach mal den hier. Und du holst die Pack. Ihre Befehle, Genossen. Da, Gardisten hier. Gardisten hier. Ja, okay, da kommt ein Panzer. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht genau hier rein. Ah, ne, guck mal, der fährt echt im Kreis. Ja, Wahnsinn. Ja, wenn er gerade eh vorbeifährt, dann könntest du eigentlich mal hingehen. Letzte bekannte Position. Ach, es wird sogar gezeigt. Das ist ja nice. Macht ihr schon mal ein paar Minen dahin? Das ist gut. Ihr geht in die kleine Pack rein. Die Pack stellen wir schon mal hier hinten hin. Wir machen da... Kann irgendeiner von euch bauen? Nee, ne? Ja, dann versuchen wir trotzdem, euch hier irgendwie hinzustellen. Panzerabwehr unterwegs. Das geht schon. Alles ist besser als alle Minen bereit. Ja, die Frontoviki-Truppen, die gehen mal mit in die Trupp 1. Panzerabwehr bereit. So ist unser Trupp 1 generell. Das ist so dieser Angriffstrupp quasi, ja? Unterwegs. Ich warte. Der Scharfschütze, den stellen wir einfach mal hier hinten hin, so an die Sandsäcke. Weil, pff, warum nicht? Ich weiß nicht, wo ich ihn hinschicken soll. Gegen Panzer ist er useless. Sollen wir etwas bauen? Kannst du hier vielleicht ein Munitionslager bauen? Nein, kannst du nicht. Ja gut, dann gehen wir mit den beiden bisschen nach vorne. Ich weiß ja jetzt nicht, ob wir jetzt den frontal angreifen sollen oder ich lieber doch lieber sein lassen. So. Komm, die Pioniere gehen mal gucken. In Ordnung, wir rücken dorthin vor. Wir finden bestimmt noch irgendwas. So, wir speichern mal ganz kurz, weil wenn es jetzt nämlich dumm ist, dann würde ich sonst nämlich alles neu starten müssen. Ich habe keinen Bock drauf. Deswegen lieber immer speichern, weil falls das jetzt nicht funktioniert, ne, dann würde ich mich sonst ärgern. So, der Herr. Wir haben jetzt hier ein paar Minen hingelegt. Mindestens 3 Stück auf jeden Fall. Ich dachte gerade ganz kurz, der kommt hier reingefahren oder so. Lahmgelegt. Aha. Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Zeit zu marschieren, Genossen. Abrücken. Okay, scheint ihn irgendwie nicht so ganz zu interessieren. Ob er sich darin vielleicht reparieren kann, in dieser komischen Scheune? In dem Haus da? Brauchen Sie Unterstützen? Bereit! Schützen! Bereit! Aber wir brauchen dafür halt ein bisschen Munition, das ist ein bisschen teuer. Pioniere abrücken. Wenn ihr was findet, Jungs, sag Bescheid, ne? Wie immer kannst du da hinten in die Ecke gucken. Schade nicht. Sollen wir etwas sprengen? Da, siehst du. Was haben wir da? Munition, perfekt. So. Das ist auch schon mal ordentlich. Dann könnt ihr mit dahin gehen. Weil ihr könnt jetzt hier schön Panzerabwehrgranaten werfen. Das ist gut. So, ihr geht einfach mal. Er kommt gerade wieder. Ihre Befehle, Genosse? Rekruten hier. Vorwärts, Marsch! Putz, Junge. So, Panzerabwehrgranaten werfen. Und verpissen. Und verpissen. Okay. Hat ihn gar nicht juckt, die Pack. Perfekt. Optimal, Jungs. Komm schon. Na, nicht ins Haus. Oh, jetzt gehen die ins Haus rein. Jungs, bitte. Wir sind bereit. Okay, den juckt's einfach gar nicht. Der ist kaputt. Putz. Komm, eine geht noch. Warum nicht? Putz. Nice. Er wendet und flieht. Wahrscheinlich flieht er zum Flugfeld, nördlich von hier.
gehen dorthin. Der hat ihn einfach gar nicht interessiert. Ich glaube, der war voll verwirrt irgendwie. Zerstören Sie den Tiger auf dem Flugfeld jetzt quasi. Okay. Ja, gehen wir erstmal nach rechts, ne? Ist ja interessant, Mann. So, Angriff. Fehlt Kanone. Einfach mal rein. Hat gut funktioniert hier hinten. Weißt du was, das war so gut. Sogar wir haben ja gar nichts verloren dadurch. Das wird safe gespeichert. Ja. Bitte warten Sie. Fortsetzen. Vorräte entdeckt. Brauchen Sie... Könnte nützlich sein. Wie lautet Ihre Befehl? Eine Munitionskiste, so? Sehr schön. Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Okay, okay. Da sind Kisten, ist da was? Gehen wir mal ein bisschen scouten hier. Wir brechen auf. Brechen auf. So. Pioniere, Panzerabwehr hier. Unterwegs. Wir stellen es nur schon mal überall hier so ein bisschen hin, falls er doch mal ankommen sollte. Man weiß ja nie. Marschieren. Nur besser als überrascht zu werden, weiß er. Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Eine Munitionskiste und, aha, guck mal an, eine Pack. Tut mir leid, Genosse. Ich habe alles aufgegessen. Die Rote Armee, zu Diensten. Nehmen wir die Frontowiki-Truppen, weil die haben... Das sind einfach die, die davor stehen. Perfekt. Optimal. Weil die haben noch keine Dings hier, Geschütze. Passt. So. Der und der. Vier. Zwei Kanonen sind auf jeden Fall schon mal gut. Ah, da gehen wir jetzt mal nicht rein. Auch wenn noch eine Munition drin sind. Scheißegal. Da oben sind es zu lange. Da oben hin. Sollen wir... Ihr geht mal nach hier rechts, bitte. Solange es nur ein Tiger ist, ist ja eigentlich alles easy. Berühmte letzte Worte. Ist ja nur ein Tiger. Auf dem Weg. Kämpfen uns durch den Schnee. Schützen, bereit. Okay, okay, okay. Sollen wir etwas sprengen? Gardisten unterwegs. Panzerabwehrschützen unterwegs! Wieso ist eigentlich der Punkt für Karte nicht blau? Ah, doch, ist er! Lol, ist ja gerade ganz kurz weiß aus. Okay, hier ist aber nichts drin. Dann gehen wir logischerweise hier oben hin, ne? Ich glaube, hier habe ich jetzt auf jeden Fall alles mitgenommen, ne? Was da so ging. Bis auf diese zwei Häuser, die da links sind. Weißt du was? Da gehen die Scharfschützen nochmal ganz kurz gucken. Weil hier sind noch die zwei, drei Häuser, die wir nicht gesehen haben. Warum nicht? Wir werden es fürs Vaterland verscheitern. Werden wir sicher. Leute, wir müssen diese Stelle sichern. Leute, wir müssen diese Stelle sichern. Oh Leute, jetzt sind die alle da drin gewesen. Perfekt, Jungs. Hier zum Sperrfeuer rein, meinen ganzen Truppen in alle RIP. Naja. Da hat sich unser Panzerkonvoi ja richtig gelohnt, wa? Der am Anfang hier durchgefahren ist. Mhm. Die Karte ist echt komplett leer. Ist das wirklich nur der eine Tiger, wa? Finde ich irgendwie cool. Die Erkennung von Feindfahrzeugen kann jetzt genutzt werden. Fahrzeugerkennung ist verfügbar. Kriegsnebel zu entdecken. Das ist nett. Also für die Mission auf jeden Fall ganz praktisch. Zügigerweise. Ja, Flugfeld ist eine gute Sache, weil es ist ziemlich groß. Man weiß ja nie, wo es was genau da jetzt so... Na? Wo soll ich einen Scharfschützen? Ich warte mich schon die ganze Zeit für Infanterie, weil ich kriege ja nicht ohne Grund einen Scharfschützen. Unterwegs. Weil die werden mir bestimmt keinen Scharfschützen geben gegen den Panzer. Marschbefehl bestätigt. Das wäre ja schon ein bisschen sinnlos irgendwie, oder nicht? Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde.
Da ist der Panzer durchgefahren. Geh einfach mal dahin. Feldkanone bereit. Leute, wir rücken ab. Dahin. Panzerabwehr hier. Ja, hier fährt er vorbei auf jeden Fall. Unterwegs. Ihre Befehle, Genosse. Front- und Wiki-Truppen gehen mal in den Turm rein. Das sieht gut aus. Folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Dahin. Die gehen wir nach da oben hin. Da geht's mal eh noch nicht weiter. Hier ist noch gesperrt. Ich weiß nicht, ist die Karte jetzt da zu Ende oder geht's danach da gleich noch irgendwie weiter? Ach, guck mal, ist noch ein Pack. Frontowikis. Gönnt euch die Pack. Pioniere einkämpfen uns durch den Schnee. Durch den Schnee. Ihre Befehle, Genosse. Da wird Blut fließen. Dahin bitte. Ich bin an die Panzersperren, das ist gut. Rekruten, schließt euch diesem Trupp an. So, haben wir noch eine Pack. Panzerabwehr unterwegs. Wir verlegen diese Kanone. So, immer weiter nach vorne. Immer schon safe nach vorne gehen. Komm, ist egal, schießt halt offen, scheißegal. Bewegung. Mitkommen. Marschbefehl bestätigt. Es war jetzt überall eine rote Verteidigung, hier ist scheißegal. Wechsel. Wo ist eigentlich meine Elite? Ach, die steht noch da. Hoppala. Wird beim Laufen ziemlich schwer, Genosse. Ja, das ist nicht mein Problem, Kumpel. Panzerbüchsen. PTRS. Okay. Ja, leuten die deutsche Dings da nicht, aber pff, muss er wissen. Komm. Gib Gas, Jungs. So, ich habe, glaube ich, jetzt genug Sachen, um den auf jeden Fall zu zerstören. Also, mich würde es wundern, wenn da jetzt noch irgendwie was schief gehen sollte. Trotzdem kurz speichern. Sicher ist sicher. Ist besser, weißt du, hier better be safe than sorry. Na? Wir sind Soldaten bereit. Erwarten Befehle. So. Ja, Genosse? Leute, wir rücken ab. Vorrücken. Leute, setzt die Feldkanone in Bewegung. Feindlicher Panzer greift an. Panzerabwehr eröffnet Feuer. So. Zack. Zack. Rauf da, Jungs. Killen. Optimal. Diese drei Packs, das kriegt er hin. Hier will ich eigentlich keinen weglassen. Die anderen Jungs. Das klappt alles nicht so gut, wie ich mir so gedacht habe. Scheiße. Ja, komm, dann geht mal außen rum. Einmal schon außen rum. Diese Panzerbüchsen sind nutzlos. Wer hätte das gedacht? Wir haben seine Ketten erwischt. Er sitzt fest. So, nach da unten bitte. Da drauf. Schön die Seiten reinschießen. Putz. Ja. Nimm das, du Miststück. Es wurde neutralisiert. So. War schon fast die ganze Karte hier. Schnürt die Stiefel. Nice. Kommt da noch was oder war es das jetzt? Weil die Karte sieht unten links noch echt groß aus. Aber ich frag mich halt, was sollte da jetzt noch kommen? Ja, es geht noch weiter, aber was? Gute Arbeit mit den Tigerpanzern, Kameraden. Jetzt haben wir eine Gelegenheit, die wir nutzen müssen. Das Kommando will, dass wir diese Panzerbestie erobern und zum Hauptquartier bringen, um empfindliche Stellen zu finden. Das wird dem Feind nicht gefallen. Und er hat im Dorf Stellung bezogen. Ich bin mir sicher, die wollen unseren Beutepanzer zurückerobern oder sogar zerstören. Das Kommando hat Verstärkung geschickt. Also erobern und reparieren wir den Tiger. Dann bringen wir ihn zur Basis. Wir dürfen uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, Genossen. Dieser Tiger wird uns gehören. Stark.
Okay. Wir sollten eine breite Verteidigung um den Tiger aufstellen. Die Deutschen werden schon bald hier sein. Das sagst du so einfach, bin ich ehrlich. Richtet sofort diese Panzerabwehr her. Da. Gardisten. Also die Gardisten stellen erstmal ganz kurz da unten hin. Panzerabwehr hier. Eine Kanone schon mal dahin. Bereit machen zum Stellungswechsel. Panzerabwehr hier. Die Kanone stellt sich schon mal. Ja, doch, die können sich ruhig dahinstellen. Ihr kommt hier hinten hin. Meine Ohren sind eingefroren. Wir brechen auf. Damit rein. Und damit rein. Du auch. Dann haben wir die schon mal alle zusammengeschlossen. Das ist schon mal gut. So, ihr könnt euch einfach mal hier hinten hinstellen. So auf den Spot irgendwo. Ist scheißegal wohin. Panzerbüchse. Munition. Munition. Hol dir mal. Sollen wir etwas sprengen? Nee, noch nicht. Feldkanone bereit. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Unterwegs. Drei Panzerabwehrkanonen, gönn dir. Könnte nützlich sein. Munition, geh du noch mal bitte nach da oben gucken. Unterwegs. Diese PTRS wird beim Laufen ziemlich schwer. Okay, der baut sich unten auf, ganz nice. Jetzt haben wir endlich gar... Ja, okay. Jetzt ist es auch alles wieder ein bisschen spannender. Ich drücke auch so das Pause, weil ich das sagen wollte, aber ist egal. Gardeschützinfanterie. Wir haben jetzt südlich des Dorfes eine Basis errichtet. Danke. Elite-Schützinfanterie mit überlegenen Schießkünsten und in effektiven Antipersonengranaten. Da sehe ich mich doch jetzt endlich mal. Ja, du lässt ihn. Ein Halbkettentransport. Nice. Flak-Paket, gönn dir. Zack. Trupp, vorwärts. Du kriegst zwei leichte DPGs. DP. Bin ich jetzt doof? Einfach nur DPs. Okay, komm, passt schon. Ihr stellt euch mit dahin. Der geht mit zu den Jungs. Der geht noch ein bisschen nach hinten. Siehst du, lohnt sich. Geh ein bisschen zurück, sicher, sicher. Und ihr versteckt euch. Ist noch irgendwo was? Hier hinten so eine Ecke irgendwie, eine Munitionslagerung noch so? Nee, ne? Nee. Da. Okay, hier ist gar nichts. Die Leichen verschwinden langsam. Mhm. Da ist ein Flugzeug. Diese PTRS wird beim Laufen ziemlich schwer, Genosse. Frische Gardetruppen stehen bereit. Das ist gut. Was haben wir noch so? SIS-6-LKW. Der Lastwagen SIS-6 erfüllt in der Sowjetarmee mehrere Rollen. Sowjetische Lastwagen sind überheblich, robust und verlässlich und der SIS stellt da keine Ausnahme dar. Transportiert Lasten. Damit kann ich den noch bestimmt jetzt ziehen, oder? Wäre jetzt so mein Gedanke. Ansonsten... Machen wir mal einfach so einen, warum nicht? So teuer ist er nicht. Und wir machen mal ein kleines Lazarett da rein. So, wir sollen den neu bemannen. Habe ich irgendwie noch nutzlose Truppen, die da reingehen können? Was muss getan werden? Gardeschütze, Infanterie haben wir jetzt ganz viele, aber leider keine Loser. Panzerabwehr bereit. Na, ist ja egal. Hier ist eine überschlechte Verteidigung. Ja, dann geht einfach mit dahin. Trupp unterwegs. Sollen wir etwas sprengen? Weißt du, was so viele Pioniere brauche ich nicht? Geht immer mit da rein. Geht das. Ja, ja doch. Schieben wir die Pioniere ran. Und dann kam ihre Schwester rein, was? Das sowjetische Hauptquartier umfasst nun ein Feldkrankenhaus. Die gute Nachricht ist, er fährt noch. Die schlechte Nachricht, der Motor hat einen Schaden. Mehr als der erste Gang ist nicht drin. Es wird noch etwas dauern, bis wir endlich losfahren können. Kein Problem, ich habe genug Pioniere dabei. Jetzt haben wir noch einen einzigen da, weißt du? Perfekt. Weißt du, was so teuer ist es nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wir brauchen hier Panzerabwehrminen.
Jetzt repariert er den erstmal, ne? Sollen wir etwas sprengen? Wir gehen. Okay, dann so. Sollen wir etwas bauen? Ja, bitte. Ach, wobei, jetzt kannst du das doch bauen. Wieso konnten das die anderen nicht machen? Ha. Huh. Naja. Du kannst jetzt mal ganz kurz her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 11 geht natürlich nicht. So. Hier hinten bei der Waffe ist es kalt. Nice. Guard, besetzt dieses Gebäude. Gebäude vor allem. Ja, ja. Guter LKW. Kann er den nicht einfach mitziehen so? Nee, na schade. Ja, wäre cool gewesen. Naja. So, mit reparieren gehen wir da. Der kommt ja von hinten. Smoke. Das ist wichtig, weil dann sieht er nichts. Aber ich auch nicht. Das war smart. Perfekt. Ich dachte, da stirbt jetzt der Panzer. Mist! Jemand muss an das MG42. Einer muss helfen. Was ist ein MG? Ich hab ein MG? Wir sind unterwegs. Achtung! Der Panzer schreckt mich mal mit. Eine tapfere Infanterieeinheit hat das ultimative Opfer gebracht. Hm. Belastend, sag ich's wie es ist. Schade, Pioniertrupp, aber was willst du machen? Sie brauchen Pioniere. Bewegung, Genossen! Dahin. So. Komm, hinwerfen. Dahin schießen. Ich hatte gedacht, dass die alle von unten kommen, weil da ja angeblich die Stellung war, aber irgendwie kommen die von jeder Seite. Das ist gerade ein bisschen ungünstig, bin ich ehrlich. Da habe ich nicht mit gerechnet. Tja, ja. Ich will gerne noch ein MG machen, aber ich habe leider keinen Truppenplatz. Hochschaubflugzeug. Mir ist so kalt. Ja, stell dich nicht so an. Das ist aber gut. Jetzt haben wir genug Platz für ein MG. Nur einen kannst du ja mitnehmen. Was? Ich krieg ihn aber auch nicht down, da den Jungen, ne? Einen Infanterietrupp getötet. Schwerer MG-Trupp. So, MG ist da. Sie bringen uns um. Stehen unter Feindbeschuss. Sie haben ein Ziel. Macht Gardisten. Komm, bring ihn um. Die sind irgendwie gute Grenadiere. Ach, ja, ich finde, die habe ich damals auch immer ganz gerne gespielt. So, Grenadiere sind auch nice. Ja, ne? Läuft ja gut. Was dauert denn da so lang? Ich weiß nicht, wie man deutsche Panzer repariert. Vielleicht sollten wir die Deutschen um Hilfe bitten. Gute Idee. So, erstmal kannst du da oben hingehen. Der gute LKW. Ach, Scheiße. Deutsche im Dorf. Sie versuchen uns zu umzingeln. Oh mein Gott. Ziegel ist gut, Junge. Der hat ja einmal alles. Ach du Scheiße. Wann hat denn der die alle zusammengesammelt? Komm schon. Beeilung. So schwer kann das nicht sein. Okay. Ich mach ja schon so schnell ich kann. Am besten gehen wir nach hier.
unten hin. Ja, scheiße, das sind aber alle RIP jetzt. Perfekt, hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall. Egal, komm, teuer sind es jetzt nicht. Ich meine, klar, ich dachte eigentlich auch, dass der EQA hier so lang fährt und nicht einfach quer durch, aber dass da jetzt so eine Stellung drin ist, damit habe ich jetzt aber echt nicht gerechnet. Die Ketten sind wieder dran. Los geht's. Auf den Straßen bleiben. Dann sind wir schneller und können leichter Truppen mobilisieren. Gardisten hier. Mhm. Wir könnten höchstens noch den hier machen kurz, aber die kommt eh von unten. Ja, der LKW wäre eigentlich auch echt ein Reinfall, ne? Der LKW war irgendwie nicht so gut. Schütze, folgt meinen Spuren, dann wird's einfacher. Na komm, wo sind denn die anderen hier? Gardetruppen bereit zum Einsatz. Papascha, ja komm, gönn dir. DP-1928. Du kannst doch schon mal da außen rum gucken, wie es da aussieht. Ach, guck mal, was ist denn da? Zur Disposition. Eigentlich können wir den in den Turm reinstellen, weil der Turm hat da eigentlich bestimmt dann ganz gute Sicht überall hin. Du hast ja noch, das in der Panzerbüchse noch. Frech. So. Einmal kurz hinwerfen, bitte. Mach kaputt, bitte. So ist gut. Ja, guck mal, die sind schon direkt wirklich viel, viel besser. So wichtig. Okay, hier steht noch ein Panzerspielwagen, alles klar. Aber hier außenrum ist wirklich der Weg, den wir gehen müssen. Der steht da nur dumm rum, ne? Ist okay, ist okay. Das kann er ruhig machen. Wir erwarten Befehle. Mhm. Der steht da komplett offen, perfekt. Frische Gardetruppen stehen bereit. Ja, alle schützen. Fronto-Wiki-Rekruten einsatzbereit. Könnte ich noch irgendwie die Dings drauf schießen? Ja, na komm. Mach mal bitte den hier. Gut. Das ist schlecht. Dem G-Schütze ist tot. Nice. Mach kaputt das Scheißding jetzt bitte. Kriegt das nicht irgendwie kaputt geschossen? Nee, ne? Gar nicht. Der Tiger hat's gleich wieder. Dann mach halt gleich bitte nochmal ein Ding ins Ziel hin. Die kostet zwar 30, aber ist egal. Hier könnten wir schon mal hingehen, ganz kurz. Ihr beide bitte auf den. Wo will der denn jetzt hin? Ach, mach Platz. Nett. Mach mal bitte kaputt jetzt hier. Ich finde das so traurig, dass die irgendwie alle ziemlich Schaden machen bis zum Gerät, ne? Dass solche richtigen Infanterietruppen keine Granaten haben. Das finde ich halt. Also diese komischen. Ach, wobei, das sind Splittergranaten. Ah, ist aber trotzdem auch nur gegen Truppen, ne? Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Schön von hinten hinlaufen. Ihr könnt ja da nur durchrennen und kämpfen, das geht halt gerade nicht anders. Ich kann nicht schießen, ich habe keine Munition. Egal. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Tod statt Rückzug. Das geht schon. Oh mein Gott, da hätte ich jetzt so gerne Nades.
Na, scheiße. Na, die stehen doch alle gerade beschissen. Der ist festgenackt und der ist tot. Naja. Eine tapfere Infanterieeinheit hat das ultimative Opfer gebracht. Dem Bein geht's aber ganz gut noch. Das ist nice. Der ist verwirrt, der weiß gar nicht, wohin soll. Jetzt nett, nett. Lass ihn ruhig drehen, ist okay. Kannst du nicht auch da hinschießen? Weil warum schießt du eigentlich nicht? Gardetruppen bereit zum Einsatz. Kumpel, Kumpel, Kumpel. Fronto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. So, ich hätte gerne ganz kurz einmal bitte ein Dingens hier. Das ist wichtig. Was muss getan? Für die MG ist, weißt du? Marschbefehl erhalten. Da? So, du schielst nach oben. Schielst, genau. Zielst nach unten wieder. Du zielst nach da. Leute, setz die Feldkanone in Bewegung. So, bitte einmal dahin gehen. Immer schön hinterherlaufen, Jungs. Das ist mir egal, wie schwer es für dich ist. Lauf, Junge. So, und ab dafür. So, ihr stellt dich bitte hier ins Gebüsch. Da müsste eigentlich locker passen, um dahin zu schießen. Dann sind wir auch schon wieder voll, ne? Na, passt. Da. Und rein, einfach reinlaufen. Der schießt das hier schon. Das ist kein Problem. Ah, er kommt gerade so dran. Das ist aber egal. Passt schon. Putz. So, kannst du da hinschießen, bitte? Ah, ich habe noch keine nette. Ich habe mich auf Munition warten sollen, glaube ich. Die Festgenagel ist natürlich ungünstig. Komm, scheiß auf Munition. Smoke. Der Feind hat noch einen. Was sind die eigentlich los, Junge? Na, ja, die gehen halt nicht ins Haus rein, das ist smart. Egal, komm, passt schon. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Machen wir noch einer von. Tod statt Rückzug. Ich geh bitte da. Na, boy, was ist da für ein Schilder? Minengebiet? Tödlich hier? Mhm, mhm, mhm. Nett. Putz, Junge. Sehr gut. Dann stell dich bitte dahin. Fronto-Wiki-Trupps zur Disposition. Und ihr geht bitte dahin. Ins Haus rein. Weil da kannst du gleich Dings reinschießen. Der Mörser. Und reinballern, Junge. Putz, Junge. Sehr schön. Darüber bitte. Und ihr geht jetzt bitte alle hier rüber. Das müsste funktionieren. Weil hier mitten durch die Stadt, das ist ja quasi unmöglich, Alter. Ohne Scheiß. Minentreffer. Ah, okay, das sind tatsächlich Minen. Jetzt wissen wir's. Schön auf den schießen. Runter. Schießen. Perfekt. So, dahin. Dahin. Kurz replenischen alles hier. Du fährst dahin. Schön, alles aufbauen. Ich hätte eigentlich die Pioniere schon längst heilen können, ne? Ich hab doch ein Halbkettenfahrzeug. Ach, ist auch egal. Was soll's. Putz! Wir verlegen diese Kanone. Am besten ist da jetzt noch ein Gegenwehr und dann macht jetzt plötzlich Boom, weil hier so eine dicke Pack steht oder so.
Nee, geht. Gut. Jungs, wir gehen. Einfach gehen. Sehr schön. War dann doch einfacher, als ich gedacht habe, tatsächlich. Ich muss viel mehr mit Mörsern spielen. Das mache ich irgendwie immer noch zu wenig. Gut, einfach durchfahren. Generell bei Panzern eigentlich fast immer das Heck. Wo auch sonst. Sehr schön. Sehr schön. Wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Ziege hatte. War das der Ziege? Ich weiß jetzt nicht, welcher deutsche Panzer es war, aber irgendein deutscher Panzer war das, der hatte ein Problem im Munitionslager gehabt. Wenn du da irgendwie hinten so gegen den Turm geschossen hast, ist er meistens in die Luft geflogen. War das ein deutscher Panzer? Ich weiß gerade nicht, welcher es genau war, aber da war auf jeden Fall irgendwie ein Panzer, der hatte im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viel Nutzen gefunden, aber war leider dann doch immer wieder sehr, sehr schnell hochexplosiv, weil der Munitionsplatz davon nicht ganz optimal geschützt war. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Panzer es genau war. Naja, ist auch egal. Komm, passt schon. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.